Okay. Guten Morgen zu einer schönen Samstagmorgenaufnahme und wir chillen hier auf meiner Insel, wo ich jetzt ganz kurz noch einen Timer einstelle, weil ich es ja schon wieder verhangen habe. Entschuldigung. Starten. So, jetzt haben wir einen Timer. Es geht die Sonne gerade unter oder auf? Sie geht unter. Dann gehen wir doch gleich pennen. Und vielen Dank wirklich fürs Feedback. Es interessiert mich echt, was ihr so von meinen Videos denkt und was ihr so dazu meint, was ich besser machen kann. Da freue ich mich immer wieder, wenn irgendjemand ein Feedback runterschreibt. Sehr nett von euch. Danke vielmals. Jo. Wie machen wir weiter? Hier noch ein paar Saplings. Ja, am besten schauen wir ins Questbuch. So. Was haben denn die hier? Das ist complete. Jetzt nehme ich ein Herz und ein Reward Bag. Greedy. Ein Iron Ore Gravel braucht man. Den habe ich schon bekommen. Sifter könnte ich noch machen. So hier. Ein Sifter, wie geht der schon wieder? Sifter. No, falsch. Ein Fischernetz, okay. Dafür brauche ich mehr Sticks. Jetzt craften wir mal ein bisschen. Aber wird auch nicht viel sein, weil viel zu craften gibt es halt nicht. So, und der Rest mit String. Komm ich hier Fishingnetze. Wie war das jetzt? Kann ich jetzt so machen? Ja, super. So, das nehme ich wieder alles in Inventar. Und ich habe hier mein Sifter. Der hat einen coolen Nutzen. Und zwar kann ich jetzt zum Beispiel Saplings nehmen und die. Nee, will ich Saplings nehmen? Das ist irgendwie ein bisschen verschwendet. Egal. Kann ich die so mit einfach raufwerfen und die werden dann hier genommen und. Schaut hier, jetzt habe ich hier drei Grasshopper Baits bekommen. Das ist jetzt zum Beispiel für die Angel hier. Für die hier. Da seht ihr, sie benutzt Unbait, Bread und Grasshopper Bait. Mit der kann ich jetzt fischen gehen zum Beispiel. Wenn ich das jetzt mache, kurz. Ich müsste mir noch eine Chest machen. So. Weil ich gerade hier ein bisschen unaufgeräumt unterwegs bin. Mit den Zeugs, das will ich eigentlich nicht im Inventar haben. Das auch nicht. Das brauche ich halt auch nicht. Ein halbes Herz kann da unten rein. So. Essen läuft eigentlich eh ziemlich gut gerade. Und hier machen wir Fishing-Trick. Was? Wie bitte? Jetzt geht's. Jetzt hat sie ja ein Grasshopper-Bait genommen und das schwimmt mal. Und ich habe bekommen einen Stick. Nice. Nicht nice, aber egal. Noch ein Grasshopper-Bait. Und ein Squid. Aber halt. Von diesen Morphish-Teilern. Also ein Bullshit-Squid. Kann man sagen. Komm. Komm. Und eine Bowl. Also, das war eine Verschwendung von drei Grashoppern. Die Grashopper selber haben nicht viel Nutzen, außer dass ich sie essen kann. Und die kann ich halt gar nicht essen. Das ist halt ein bisschen ein Problem, aber ist okay. Und die kann ich jetzt mal auch da rein tun, damit sie mir da unten nicht im Weg sind. Wo sind jetzt die anderen Sachen? So, habe ich hier noch ein bisschen Dirt? Da ist Dirt. Boah, mache ich noch ein mehr Dirt. Und dann ist halt gleich die Frage, brauche ich... Ich brauche es gar nicht. Ich muss jetzt hier ein bisschen Clay machen, einen zweiten Eimer. Das habe ich ja. Hier habe ich das. Wasser, so. Und meine Idee ist halt jetzt einen Cobblestone-Generator zu machen. So, ein Unfired Clay Bucket machen, den feiern. So.
Dann nehme ich einen Eimer. Und hier ist jetzt Lava drin. Nice. Also, und ich habe hier noch, das ist eigentlich gerade perfekt so für einen Cobblestone Generator. Für das brauche ich jetzt aber ein bisschen von dem Kleezeugs. Nehme ich mir einfach mit. Fuck, kann ich da hin? So. Also, ein Cobblestone Generator ging wie. Nein, ne. Hier kommt das Wasser. Dann kommt hier das Lava. So, und dann ist es eigentlich schon finito. Hier Lava. Zack. Und da Wasser. Und jetzt habe ich extra für das noch einen zweiten Bucket gemacht, damit ich das Wasser jetzt benutzen holen kann. Und ich vorhin das schon machen musste. Und ich habe schon wieder übelst Hunger, das geht so schnell. Und das kann ich jetzt hier noch ausfüllen. So. Perfekt. Cobblestone Generator. Die Fackel kommt mal hier hin. Jetzt brauche ich natürlich noch einen Platz zum Abbauen. Und den mache ich mir mal hier. Oh, das hätte böse enden können, wenn ich hier runtergefallen wäre. So, hier ist der Cobblestone. Und ich mag es immer, wenn es auf Augenhöhe ist. Dann mache ich hier ein Slab hin, damit ich hinlaufen kann. Und perfekt. Jetzt kann ich hier auch schön abbauen. Das ist aber, glaube ich, die falsche. Die will ich. So, jetzt kann ich hier... Oh, nee. Wie ist jetzt das passiert? Muss das Wasser? Nein! Oh, ihr habt euch wahrscheinlich auch an den Kopf gefasst. Oh, nee. Komm schon. Jetzt muss echt das Wasser hier nach unten gehen. Und dann das Lava hin. Oh nein, wieso habe ich das nicht gecheckt? Oh ja, jetzt weiß ich es wieder. Das heißt, ich brauche Cobblestone. wisst ihr was? Ich mache gerade in der Zeit, wo ich hier Cobblestone mache, eine kleine Timelapse. Und... dann sehen wir uns wieder, wenn ich genug... Die Fackel muss natürlich noch unten ran. Wenn ich genug Lava habe wieder für den Cobblestone Generator, dann sehen wir uns wieder. Yeah. I thought I shot a butterfly yesterday. Came by fluttering, then it flew away. It had me reminiscing on the better days. Coming by on the fly to communicate. And just for a second had a flashback. When life was simple, ain't nothing abstract. Playing outside till it was dinner time. Ghosts in the graveyard on them summer nights. Lay back, never in a hurry then. No path, and never any worrying. Every day was a fresh start. Making friends on the reg, playing games in the neighbor's yard. Used to hustle lemonade on my block. 25 cents with some ice in a cup. A little bit of hopscotch in the parking lot. Hickory dickory dock, tails nonstop. Never worry about a job either. And the worst news was a call home from the teacher. Icy pop, straight out the freezer. Think about it, life couldn't have been easier. And now I'm back to the present day. And I just wanna grab a time machine and run away. All these happy memories just passed by. All because I thought I saw a butterfly. Thought I saw a butterfly. Thought I saw a butterfly. 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 I shot a butterfly yesterday. Came by fluttering, then it flew away. It had me reminiscing on the better days. Coming by on the fly to communicate. Like, where did those childhood feelings go? Where I wasn't dealing with a bunch of animals.
And everyone looked out for one another. Gave away my Lunchable if someone looked hungry. 4th of July fireworks at Butler. Everyone in town gathering to see each other. As it got darker, setting off sparklers. Who could throw the football the farthest? And when did that cheer disappear? It's a little weird, now I'm planning a career. Where did that innocent laughter go? Where I felt at ease, do I have to grow? One question I ask that I have to know is why can't we act the same as we grow old? Why can't we be kids on the playground, looking for a hand to hold as we run around? And just like that, I'm at the present day. I just wanna grab a time machine and run away. All these happy memories just passed by, all because I thought I saw a butterfly. Thought I saw a butterfly. Thought I saw a butterfly. 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 Thought I saw a butterfly. So, da wären wir wieder mit der neuen Lava hier am Start. Aber das müsste ich zuerst doch wegmachen, oder? Ich versetze es eins nach hinten. Komm, wir versetzen es doch. Das hier aufnehmen. So, so. Und jetzt hier das wieder auffüllen. Rechten Fleck so. Das kommt dann weg, das auch, das auch. Hier geht's runter. So. Das hier zumachen. Sieht natürlich nicht schön aus, aber erfüllt Sinn und Zweck. Und jetzt kommt die Lava dahin. Lava bitte. Dankeschön. Jetzt kann ich endlich Cobblestone farmen. Ich bekomme keinen einzigen. Die fliegen mir alle weg. Jetzt habe ich einen bekommen. Soll ich jetzt hier gleich auch noch eine Type-Tipps machen? Nee, das mache ich mal. Das könnte ich ja irgendwie ein bisschen am Schluss von der Folge machen. Der auch schon, nee, geht noch ein bisschen, aber so, wie viel habe ich denn jetzt? Jetzt habe ich mal 16 Cobblestone, was schon mal nice ist, weil ich brauche sicher davon ein bisschen gebackenen Cobblestone, also geschmolzenen. Ein Reward Pack habe ich ja noch, was sind das? Rubber Tree, von denen habe ich 3. Nee, die kommen bestimmt nicht da rein. Am besten noch eine Chest. Sorry, mit der Nase. So, und jetzt kommt hier, kommen so Samenzeugs rein. Ja, das war es eigentlich ziemlich auch schon. Samenzeugs. So, mit den 52 Saplings mache ich mir jetzt noch ein bisschen mehr Dirt. Ich habe mir nur 2 Dirt gemacht, ohne den, während der Timelapse. Und der Dirt ist schon praktisch, zum nachher eine Baumform aufzustellen. Und am besten habe ich gerade Flint. Repariere ich mal meine Axt noch. Und das geht ganz einfach, ihr geht hier hin, haut das Teil da rein, haut dann Flint rein, am besten gleich 2, nee, geht nicht, aber so, dass sie halt ganz wieder repariert ist und schon habt ihr wieder eine volle Hatchet. So, jetzt muss ich ein bisschen wegsortieren, die Bowl kann hier rein, der Clay, der Stein,
Vom Holz kann gut was da rein. Das Brownstone Clay kann hier rein, weil es nutzlos ist. Dirt kann gleich mitkommen. Und der ist auch fertig. So, und jetzt kann ich Reward Bag aufmachen. Was ist für einer? Ein Basic. Oh ne, 3, 2, 1 und. Als ob. Habe ich jetzt echt ein Chatback bekommen? Warte, wie mache ich das schon wieder an? Ne, nicht so. Wie mache ich das Chatback an? Ne, das ist die Map. Wie mache ich das Chatback an, Leute? Warte, Controls. Wo sind die? Option, Controls. Als ob ich hier was finde. Simply Jetpacks. C, Switch Mode. F. Ja, aber das ist gerade eine doofe Taste, so wie ich es gesehen habe. Ich mach das mal auch hier auf Strich. Strich. Hä? Nein, nicht auf Hard. Nochmal. Simply Jetpacks. Komm, was mache ich? Enter? So geht das nicht. Naja, egal. Hauen wir es mal hier rein, brauche ich eh noch nicht gerade. Hier der Stein sollte fertig sein. Super. Mit dem kann ich jetzt was machen, was auch eine Quest ist, aber noch nicht ganz jetzt. Ein Juicer. Und der ist so hilfreich. Ihr könnt den hier reinpacken mit irgendwas. Und bam, ihr habt ein besseres Essen. Das halt jetzt nicht nur ein halbes, sondern ein ganzes. Nice. Endlich. Puh. So, gegessen habe ich. Hier fülle ich mal noch für die Lava auf. So. Und was ich jetzt natürlich tun kann, ich baue mir natürlich gleich einen Hammer. So. Und mit dem Hammer kann ich jetzt hier hinstehen und den Stein abbauen. Was ich aber jetzt nur ein bisschen machen werde, weil ich brauche eigentlich nur zu 10, um Iron Ore Gravel zu kriegen. Das ist für eine Quest. Und bei dem bekommst du es, glaube ich, auch immer. Also, jetzt habe ich es bekommen. Jetzt habe ich es bekommen. Jetzt habe ich es bekommen. Also, es ist besser wie mit der Pickaxe. Mit der Pickaxe bekommst du es sehr selten eigentlich. Also, sehr selten. Das ist einfach mühsam. So. Wir brauchen jetzt cooles Iron Ore Gravel. So, Broken Copper Ore, Broken Quicksilver, Amber. Ich bekomme nur Zeug, was ich eh nicht brauche. Aluminium, Appetite, Gold Ore. Silver Ore, wo ist mein Eisen? Iron, gut. Also ein Stück habe ich schon. Irgendwas zeigt mir hier gar nicht an, wenn ich es krieg. Das zeigt mir irgendwie gar nichts mehr an, was ich kriege. Nickel Ore. Ich habe bald mal das ganze durch. So, jetzt noch den letzten Gravel und hoffentlich habe ich jetzt 4. Iron Ore. Nice, genau 4. Super. Mal kurz weg. Das muss ich jetzt platzieren. Mit dem Hammer zerdreschen und ich habe Crushed Iron Ore. Mache ich jetzt wieder hier zu einem. Und ich hau nochmal mit dem Hammer drauf und ich habe Pulverized Iron Ore. Und der Sinn dahinter ist, ich habe jetzt 5, also ich habe jetzt einen über
von den Sachen, die ich gerade benutzt habe. Und so kannst du halt möglichst viel Holz aus, möglichst viel Items aus einem gewissen Produkt holen. Und ich brauche jetzt mehr Chests, also kann ich ein paar Chests. 4, 5 brauche ich. Also das wird Gravel sein. Das Sand und das Dust. Also kommt das hier rein. Und der Rest kommt mal hier rein, weil das ja zu dem Gravel-Erzeugnissen gehört. Flint auch. Super. Jetzt kann ich hier das Zeug auch wieder einsammeln. So, die Quest sollte jetzt damit fertig sein. Rewards, ich nehme den hier. Komm, so. Was habe ich denn Schönes? Was habe ich da drin? 3, 2, 1. Ah, warte, was ist für ein. Gut, okay. Wow. Das ist nice. Redstone immer gut. Das gehört zu Dust. Boah, ein Stack Redstone. Was will ich mehr? Man hat so ein Problem später mit Redstone, weil man es einfach nie kriegt. Und ich sollte vielleicht eine Baumfarm oder so mal mir anlegen. Für das brauche ich eine größere Plattform. Will ich die Plattform wo machen? Am besten hier hinten. Mache ich so eine Plattform anhängend. Oh Mann, was tue ich denn da? So. Ey. So. Jetzt mache ich hier da die schlechten Punkte, die ich nicht benutzen kann, weg. So, so. Sieht zwar schön aus, aber kann ich nicht gebrauchen. Ist das hier ein Half Slab? Oder das hier, das hier? Und das wird dann wieder ein ganzes sein. Okay. Das werde ich aber auch in der Timelapse machen, aber jetzt nicht mehr in dem Video, sondern am Ende vom anderen Video wahrscheinlich, oder? Yeah, ich habe keine Ahnung. Ich schau mal. Hier mache ich aber mal einen kleinen Cut fürs Video und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss.